Mein Name ist Hartwig Beer, ich stamme aus Schleswig-Holstein, habe 1966 jenes Bundesland verlassen, um in Tübingen weiter zu studieren und bin dann nach meinem Examen hier nach Mergentheim geschickt worden, um Deutsch und Geschichte zu unterrichten. Mit der Zeit kam es so, dass die Schüler nachfragten, zum Beispiel, was bedeutet es denn für Mergentheim Gleichschaltung oder Judenvernichtung? Und da habe ich eben Leute befragt zunächst und immer mehr in Erfahrung gebracht, bis ich eines Tages darauf gestoßen bin, dass im Finanzamt Mergentheim noch viele Dinge liegen müssen. Und die hat man dann auch gefunden und die kamen dann sozusagen nach 70 Jahren wieder zum Vorschein. Und dann gab es Einladungen der ehemaligen Mergentheimer Juden, die überlebt hatten, aber ihre Heimat verloren hatten. Die waren dreimal eingeladen und das hat mich neben dem, dass in Kreglingen, Mergentheim, Niederstetten-Weikersheim schon 33 ein Pogrom stattgefunden hatte, dazu bewegt, mich mit der jüdischen Geschichte intensiv zu befassen. Die Initiatoren dieser Besuche wurden gebeten, für diejenigen, die kein Grab haben, ein Mahnmal, ein Denkmal einzurichten. Und jetzt kommen immer wieder Leute und fragen, was ist mit meinen Vorfahren, wo sind sie begraben? Da helfe ich ihnen. Ich denke, das sollte sein in einer Stadt wie dieser, dass denen, die ihre Vergangenheit suchen, dass denen geholfen wird. Und das ist eine wichtige Motivation für mich. Als meine Pension in Aussicht stand, habe ich gewusst, du musst irgendwas machen. Und da fiel mir doch ein, dass hier bedeutende Leute in der Kur waren. Und da habe ich gedacht, die müsste man eigentlich mal aufreihen mit Artikeln, sodass die Mergentheimer erfahren, was für bedeutende Leute hier gewesen sind. Und so habe ich etwa 55 bedeutende Leute vorgestellt. Und da die Kurverwaltung weitere Artikel haben wollte, habe ich dann Aspekte des Kurgeschehens beschrieben. Und ja, da will man immer noch ein bisschen mehr wissen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich 130 Artikel, die ich da verfasst habe. Heimat ist für mich Schleswig-Holstein. Das merke ich, wenn ich dorthin fahre. Ich sehe die flache Landschaft. Ich sehe die kleinen Flüsse, eingedeichten Flüsse. Das gibt es hier gar nicht. Ich höre die Sprache, in der ich groß geworden bin, das ist für mich Heimat. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, und was ist Mergentheim für Sie? Ja, da bin ich heimisch geworden durch die Zeit.